Moin, hier bin ich mal wieder und zwar mit einem Video, was euch bestimmt sehr freuen wird. Ihr erkennt es vielleicht schon an der Halle. Wir waren wieder bei Michelle Buchholz. Allerdings, ja, könnt ihr wahrscheinlich auch schon erkennen, dass nicht ich auf diesem Pferd sitze, sondern Paula. Paula hat mit ihrem eigenen Pferd Merlin am Lehrgang teilgenommen. Aber wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Denn eigentlich hatte Paula sich dort gar nicht angemeldet. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich euch beim letzten Springlehrgang-Video bei Michelle erzählt habe, dass ich unbedingt nochmal mit Kasper dahin fahren möchte, weil ich das einfach richtig toll finde, was sie sich für Übungen einfallen lässt, damit man auch eben große, lange Pferde, so wie Kasper das ist oder eben auch ein Merlin das ist, besser geschlossen bekommt, besser von hinten nach vorne an die Hand ranbekommt. Denn Kasper und mein größtes Problem ist ja, dass wir im Parcours, dass er mir zu sehr auseinanderfällt und dadurch dann eben die Stangen von den Sprüngen fallen, weil ich ihn nicht aufs Hinterbein bekomme und in den Wendungen einfach, ja, das Pferd verliere sozusagen. Und deswegen hat es mich riesig gefreut, als ich den Lehrgang bei Michelle gesehen habe und ich habe mich direkt angemeldet. Und was ist dann passiert? Etwa 2 Wochen vorher hat Kasper sich leider eine Zerrung in seinem Auslauf zugefügt, im Hinterbein. Und ich durfte ihn oder konnte ihn natürlich dann nicht belasten und nicht springen, sondern er war sozusagen krankgeschrieben. Und ja, das war einfach richtig, richtig dumm. Also das war einfach, das hat mich richtig genervt. Ich habe mich so sehr auf diesen Lehrgang gefreut. Aber ich habe dann eben Paula angeboten, die ja mit Merlin eben auch ein sehr großes Pferd hat und auch mit ihm diese Probleme hat, ihn vor allem durch Wendungen zu bekommen, ob sie nicht diesen Platz übernehmen möchte. Und sie hat es dann sozusagen als Weihnachtsgeschenk von ihrer Oma sogar bekommen. Und ich habe sie eben am Freitag rübergefahren mit Merlin und bin dann auch gleich zum Zugucken natürlich da geblieben und zum Filmen. Ich finde das natürlich auch als Trainerin einfach total spannend zu sehen, was Michelle dann eben zu Paula sagt, wie sie an Probleme rangeht. Ich weiß ja, wie ich die Probleme korrigiere und natürlich auch zu sehen, wie Paula sich in der fremden Umgebung mit Merlin anstellt. Und Samstag haben dann Paulas Eltern netterweise gefilmt, deswegen haben wir da auch Aufnahmen. Und am Sonntag habe ich die beiden dann wieder abgeholt und habe auch nochmal zugeguckt und gefilmt. So, jetzt fangen wir mal an zu reden, was wir eigentlich hier sehen. Am ersten Tag ging es wieder viel um Stangengewöhnung. Und einfach natürlich auch ums Kennenlernen. Was ist das für ein Mensch, der da kommt? Was ist das für ein Pferd? Ihr habt am Anfang gesehen, da haben sie gearbeitet mit Trabstangen auf dem Mittelzirkel, auf dem verkleinerten Mittelzirkel. Einmal mit etwas größeren Abständen und einmal mit kleineren. Fand ich super, die Übung. Habe ich mir gleich mit nach Hause genommen und habe ich gleich für meine Kinder beim nächsten Mal auch aufgebaut. Also fand ich richtig gut. Dann ging es weiter auf dem Zirkel im Galopp, passend 2 Stangen zu treffen. Das ist ja irgendwie die Basis zu allem, einfach passend im Galopp an Sachen ranzureiten. Das hat auch bei Paula und Merlin schon recht gut geklappt. Und als letztes wurde jetzt dann eben auf der langen Seite 2 Cavalettis mit 6 Galoppsprüngen mitgenommen. Und hier hat sich jetzt natürlich auch schon ein bisschen gezeigt, was bei Paula und Merlin noch ausbaufähig oder noch zu üben ist, und zwar eben dieses durch die Wendungen zu kommen. Paula ist aktuell noch sehr damit beschäftigt, überhaupt erst um die Kurve zu kommen und nutzt dafür auch noch zu sehr den inneren Zügel. Da muss sie einfach noch ein bisschen mehr mit dem äußeren Schenkel und der äußeren Hand begrenzen. Das hat Michelle auch versucht zu erklären, dass sie eben nicht, ja, wie beim Fahrradfahren, sage ich jetzt mal, wendet, indem man am inneren Zügel rumgeht, sondern eben den Oberkörper stabil lässt und außen begrenzt. Aber das muss sie auf jeden Fall noch weiter üben. Und ich finde aber, man sieht auch in dieser Einheit wieder wirklich, wirklich große Fortschritte. Und ich finde, Paula hat das auch richtig toll gemacht. Sie war total aufgeregt, weil sie zum ersten Mal mit Merlin dann woanders war. Merlin war aber super cool, das muss man einfach sagen. Der ist so eine coole Socke. Jetzt sind wir hier schon an Tag 2. An Tag 2 wird immer 2-mal geritten. Morgens ging es dann wieder los mit einer Gymnastikeinheit. Hier wurde so ein bisschen das vom Vortag wiederholt. Hier ist Merlin einmal kurz abgebogen. Und zwar wieder die 2 Stangen. Also eigentlich nochmal genau die gleiche Übung wie am Vortag. Denn das ist, wie ich ja gerade schon sagte, meiner Meinung nach die Basis zu allem. Einfach erstmal im Galopp passend an etwas ranreiten. Und das kann ja erstmal eine Stange sein. Denn letztendlich, ob es jetzt eine Stange oder ein Sprung ist, ist ja dann Wurst. Einfach den Galoppsprung des Pferdes so variieren und einfach auch ein Auge zu haben, dass man da eine passende Distanz zu findet. Aus den beiden Stangen wurde dann ein Kreuz und es war natürlich erstmal die gleiche Aufgabe, passend an dieses Kreuz ranzukommen. Und ich finde, das hat hier schon sehr, sehr gut geklappt. Dann ging es weiter hier auf gebogener Linie, Kreuz und Cavaletti. Und ich finde, hier bin ich richtig, richtig stolz. Ihr müsst dazu wissen, Merlin ist ein Pferd, er springt keine fliegenden Galoppwechsel. Das wurde ihm noch nicht beigebracht. Vielleicht machen wir das irgendwann noch. Aber aktuell ist es so, entweder du landest richtig nach dem Sprung oder du musst halt durchparieren und neu angaloppieren. Und das ist natürlich ungünstig. Das heißt, man muss immer versuchen, wirklich das Gewicht passend zu verlagern, damit er im Handgalopp landet. Und das fällt Paula noch sehr, sehr schwer, weil sie einfach noch sehr viele andere Sachen hat,
auf die sie sich konzentrieren muss über dem Sprung, dass sie ihm zum Beispiel nicht im Maul stört, dass sie die Hand gut vorgibt, dass sie im Oberkörper gut mitkommt. Und da geht das dann manchmal ein bisschen unter. Und ich finde, das hat sie in dieser Einheit hier richtig, richtig gut gemacht. Denn wenn ihr darauf achtet, dann seht ihr, dass er wirklich zu 90% jedes Mal richtig landet nach dem Sprung. Und das hat mich extrem gefreut, als ich das mir gerade angeschaut habe. Ich war ja Samstag, wie gesagt, nicht mit. Denn das klappt zu Hause noch sehr oft nicht, dass sie da wirklich auf der richtigen Hand landet. Und das hat mich sehr gefreut. Und auch insgesamt finde ich, dass Merlins Galopp hier sehr, sehr schön und sehr gleichmäßig ist. Das hatten sie diese Saison wirklich oft als Problem, dass er sehr nach vorne gezogen hat zu den Hindernissen oder eben sehr faul wurde zwischen den Hindernissen. Und ich finde, der Galopp ist hier sehr schön, sehr, sehr gleichmäßig. Aber man sieht natürlich auch wieder die Problematik mit den Wendungen. Ihr seht das, wenn ihr genau hinschaut, dass in den Wendungen, vor allem in diesen engeren Wendungen, der Kopf des Pferdes immer zu sehr nach innen gezogen ist, also gar keine Linie des Pferdes mehr vorhanden ist. Und das muss man einfach immer wieder üben. Und dann wird das auf jeden Fall auch besser. Aber Merlin ist wirklich so cool, wie er da immer wieder brav drüber springt. Das hat mich sehr gefreut, dass er da wirklich so ein tolles Verlasspferd ist. Ihr müsst ja überlegen, den haben die Hertings ja auch erst Anfang letzten Jahres gekauft. Und der ist mit seiner Vorbesitzerin noch überhaupt nicht gesprungen. Ich habe ja da mit ihm das Springen erübt, nennt man das so. Ich habe ihm das Springen beigebracht. Er hat da auf jeden Fall von vornherein auch sehr viel Potenzial gezeigt. Aber der macht das so, so toll und eben auch, dass er das so brav auch mit Paula macht, die jetzt noch nicht mega erfahren ist, das ist wirklich, ja, Gold wert. Das hier war natürlich jetzt super schwierig zum Ende hier auf die Mittellinie abzuwenden. Das ist ja eine sehr, sehr enge Wendung und das hat auch nicht immer gut geklappt, aber was ich wirklich sagen muss, was auch was ist, was ich mir von Michelle mitgenommen habe, ist dieses immer nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen. Ich bin auch jemand, der im Training, wenn ich die Kinder unterrichte, die das meistens so einmal machen lasse, wenn das super klappt, dann loben und der Nächste. Und das habe ich mir auch mitgenommen, dass selbst wenn es super geklappt hat, so eine Wiederholung, die festigt das Ganze ja auch. Und selbst wenn sie 5, 6 Mal in Anführungsstrichen den gleichen Sprung springen, und der toll war, dann festigt das trotzdem. Also das versuche ich in mein eigenes Training so ein bisschen mehr mit einzubauen, wenn ich Training gebe. Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Man muss das nicht bis zum Erbrechen machen, aber einfach immer wieder, immer wieder. Jetzt ist die zweite Einheit von Tag 2 und da geht es dann ans Parcourspringen. Und hier war jetzt so ein bisschen die Konzentration bei beiden einfach am Abend weg, hatte ich das Gefühl. Die waren ja auch den ganzen Tag da. Und nach der zweiten Einheit abends ist dann auch nochmal Videoanalyse. Das heißt, das Parcourspringen hier wird mitgefilmt und wird dann auch nochmal analysiert. Und das ist natürlich für Paula doch ein sehr langer Tag. Und hier ist sie einmal falsch abgebogen. Paula ist ja auch erst 13. Und ich finde aber auch richtig toll, wie Michelle das gemacht hat. Ich war mir nicht sicher, ob ich meinen Platz an Paula abgeben kann. Denn als ich das letzte Mal zum Lehrgang war, dann waren es ja doch größtenteils Erwachsene. Und ja, ich glaube, es ist ja jetzt auch kein typischer Kinderlehrgang, sage ich jetzt mal. Klar, Paula reitet auf einem E-Niveau, aber halt auch nur auf einem E-Niveau. Und da sind ja doch Leute, die reiten auf einem M-Niveau, einem L-Niveau oder eben einem sicheren A-Niveau. Es stand aber nirgendwo irgendwie konkret geschrieben, du musst jetzt das und das Niveau haben. Und ich wusste ja auch vom letzten Mal in etwa, was drankommt und wusste, dass das Paula auf jeden Fall auch weiterhilft. Und trotzdem war ich aber natürlich, hatte ich ein bisschen Sorge, dass das halt blöd auch für Michelle ist. Irgendwie, wenn du jetzt ein Kind hast, aber ich finde, zum einen hat Paula auch wirklich sehr gut in ihre Gruppe reingepasst und zum anderen hat Michelle das super gemacht. Sie hat genau das richtige Maß gefunden zwischen Strenge und Sachen einzufordern, aber auch mit einem Kind mit einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne und vielleicht noch nicht so einem großen Verständnis zu einzelnen Gegebenheiten einfach das so zu erklären, dass sie versteht, warum manche Sachen wichtig sind. Und ich finde, das hat einfach, ja, das hat richtig gut gematcht und Paula hat sich super viel davon mitgenommen. Paula war auch ganz begeistert. Und ich finde einfach auch, wenn man jetzt so guckt, finde ich, haben die sich da wirklich auch entwickelt. Also natürlich in 3 Tagen wirst du kein Superstar. Natürlich muss Paula noch an ihren Armen arbeiten und noch an den Wendungen arbeiten. Aber ich finde, diese ganze Parcoursübung, das ist einfach ein rhythmisches Grundtempo, auf dem kann man aufbauen. Sie kommt zum großen Teil auch wirklich schon sehr passend an die Sprünge ran, erkennt auch, wann das Pferd abspringt, sodass sie auch gut in der Bewegung mitgehen kann. Und das Pferd landet größtenteils auch auf der richtigen Hand. Und ja, damit war ich total zufrieden, auch jetzt hier Kombination. Das hat er total brav abgespult auf die 2 Galoppsprünge. Also ich war total zufrieden. Ich wusste am Anfang natürlich nicht, wie das jetzt im Lehrgang klappen wird, ob das am Ende so eine gute Sache ist. Und ich kann nur sagen, es war wirklich eine Bereicherung für alle definitiv. Für Merlin mal einfach woanders zu sein, für Paula mal einfach auch so eine Vertrauensgeschichte mit Merlin woanders zu sein. Und ich glaube, dass sie sich richtig viel davon mitgenommen hat und dass man das auch in der Saison merken wird.
Wir haben, also ich habe auch gesagt, nachdem sie den Lehrgang so gut gemacht hat, dass ich definitiv denke, dass sie die Saison anfangen kann, E-Springen zu gehen. Letzte Saison war das mir alles einfach noch zu unsicher und Paula ist auch viel zu sehr immer nur auf Tempo vorwärts geritten und kam dadurch ja immer wieder zu Flüchtigkeitsfehlern. Seht ihr, wenn ihr euch die Videos von der letzten Saison anguckt, immer wieder dann Vorbeiläufe an den Sprüngen, weil das Grundtempo einfach zu hoch war und sie zu sehr über den inneren Zügel geritten ist. Und ich denke, hier hat sie sich einfach richtig viel mitgenommen. Genau, ihr habt ja jetzt gesehen, hier ging es jetzt darum, einen ganzen Parcours zu springen, auch hier die Unterbauten, das hat Merlin alles überhaupt nicht gejuckt. Und ich habe immer mal wieder cutten müssen, weil sie natürlich in der Gruppe mit anderen Leuten ist und ich die jetzt nicht permanent zeigen möchte. Klar sieht man, dass da andere Menschen sind, aber ich muss ja jetzt nicht die frontal hier irgendwie permanent in die Kamera halten. So, und dann sind wir auch schon am letzten Tag. Am letzten Tag geht es ja wirklich um Parcourspringen. Dadurch, dass es die Böen jetzt halt gefroren war, konnten die jetzt draußen nicht so mega viel abreiten. Deswegen durften die dann nochmal in der Halle abreiten. Das war jetzt auch in der Zweiergruppe dann. Und dann war aber wirklich das Ziel am Sonntag erstmal nur ein paar Einzelsprünge zum Aufwärmen, aber wirklich nur zwei einzelne Sprünge. Und danach, wie es auf dem Turnier ist, den ganzen Parcours durch. Man muss jetzt allerdings sagen, dass bei Paula und bei Merlin einfach gemerkt hat, dass das schon sehr anstrengende Tage waren. Denn ich fand, am Sonntag ist sie am schlechtesten, sage ich jetzt mal, geritten. Das hat am Samstag wesentlich viel besser geklappt. Da war am Sonntag einfach auch so ein bisschen die Luft raus. Da fehlte einfach an vielen Ecken und Enden Körperspannung und so ein bisschen, ja, Konzentration im Parcours. Aber ich glaube, das ist ja auch normal, wenn man da plötzlich jetzt einfach mal drei Tage am Stück reiten muss. Und ich sag mal, die Einheiten bei Michelle sind halt auch lang. Da sind die Kinder halt auch verwöhnt von mir. Wie ich gerade schon gesagt habe, da wird es dann halt einmal gemacht und wenn es gut geklappt hat, dann ist der Nächste dran. Und bei Michelle, da wird halt 5, 6, 7 Minuten am Stück an der Sache gearbeitet. Also da bist du dann halt auch die ganze Zeit dabei zu traben und zu galoppieren. Und das ist halt einfach was ganz anderes als bei mir. Paula war schon am ersten Tag so, dass sie gesagt hat, oh Gott, das ist ja so anstrengend. Auch auf jeden Fall mal eine gute Erfahrung, sowohl für mich einfach zu wissen, ich kann die Kinder hier auch mehr fordern und ich kann hier auch definitiv mehr, ja, Wiederholungen fordern. Und aber auch eine gute Erfahrung für Paula zu wissen, dass sie es bei mir doch gar nicht so schlecht haben. Genau, und jetzt war, wie gesagt, also einmal der kleine Steilsprung zum Einspringen und dann hier der Ochser. Mit dem hatten sie irgendwie so ein bisschen Probleme. Merlin ist da beim ersten Mal sehr groß abgedrückt und Paula kam so ein bisschen hinter die Bewegung. Und dann waren sie beide so ein bisschen unsicher, aber überhaupt nicht schlimm. Jetzt ging es hier nämlich eben schon im Parcours. Sprung 1 und 2 hatten wir schon. Das ist jetzt hier 3-3, also 3A, 3B die Kombination. 4 war dann wieder der Ochser, mit dem sie es irgendwie so ein bisschen hatten. Ach, stimmt überhaupt nicht. Stimmt nicht. 4 war die Mauer. Dann kam jetzt hier 5. Aber Merlin hat auch am Sonntag immer so hoch abgedrückt. Da war immer noch so viel Luft dazwischen. Jetzt kommt die 6 nochmal, der Ochser. Also der hatte dann irgendwie auch richtig Bock und ist wirklich hochgesprungen. Und Paula hatte dann gut zu tun zu sitzen. Aber den Ochser haben sie jetzt gut getroffen. Was halt einfach ein bisschen schade war, am Sonntag ist er eigentlich permanent falsch gelandet. Egal auf welcher Hand, er ist immer falsch gelandet. Und das war so ein bisschen schade, weil sie dann natürlich immer wieder durchparieren musste. Aber ja, ich denke, es war eine Riesenbereicherung für Paula. Vielen Dank, Michelle, für diesen tollen Lehrgang. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, bald kommt ein Video, wie ich mit Kasper nochmal bei Michelle reiten kann.